Das teure, glaube ich, auch. Oh, der windige Schwindler. Naja, gut, bei dem Namen. Hm. Sollen wir dem wirklich unser Zeug verkaufen? Aber ja, wir verkaufen es ihm. So, da ist der Wirt. Dem glaube ich, können wir... Nee, den können wir gar nichts verkaufen. Ja, das ist natürlich super. Dankeschön für das Gespräch. Wie können wir denn dann noch was verkaufen? Ich glaube, hier gar niemanden. Hier war ja mal unser Zwerg. War das hier? Das war hier, glaube ich, genau. Aber der ist ja jetzt weg. Da handelt also keiner mehr. Nee, ich glaube, das geht nicht. Naja, wir haben zumindest die Edelsteine weg. Ich hoffe, das passt. Ja, wir bleiben hier stehen. Genau, das wollte ich ja machen. Und was wir machen könnten, wir könnten einige Zauber vielleicht mal verkaufen. Oder wir könnten auch einige Getränke mal einlagern oder benutzen. Weil die Getränketasche ist ja voll. Da haben wir ja so viel Zeug. Trank der Stärke und so weiter. Trank der Macht, was wir da nicht alles haben. Fallen finden erhöht sich dadurch auch. Schatten verstecken auch. Für einen Dieb ist das. Ja, Unverwundbarkeitstrank, was wir nicht alles haben. Heldentrank. Wir sollten da auch mal ein bisschen was benutzen. Trank des Magieschildes. Das Problem ist nur, die Kämpfe kommen meistens ziemlich überraschend. Also jetzt gerade eben bei dem Kampf gegen die Zwerge, da hätten wir sowas, so ein paar Tränke mal benutzen können. Ne? Ich werde mal gucken, dass wir vielleicht ein paar Tränke mal verteilen, sodass die vielleicht dann auch hier unten sind. Und wir dann während des Kampfes die schnell nehmen können. Das werde ich vielleicht in der nächsten Aufnahme, das machen wir in der nächsten Aufnahme mal am Anfang. Ich hoffe, ich denke dran. Okay, aber für heute ist jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns wieder, Leute, demnächst. Oder vielleicht mache ich es doch jetzt gleich. Ich mache es jetzt gleich. Komm. Das Problem ist nämlich, dass ich es sonst vergesse. also, was haben wir denn da? Wir haben definitiv... Erstmal gucken, ob sie überhaupt Platz im Inventar hat. Ja, sie hat Platz im Inventar. So. Dann geben wir nämlich diesen einen Trank, den Trank der Macht, an Imuen. Wo ist denn der Trank der Macht? Hier. Dann nehmen wir auch gleich beide. So. Und dann haben wir... Trank der Steinformation, das ist das nochmal. Die Haut wird so hart wie Stein, man kann sich aber noch bewegen, ist also nicht versteinert. Man bekommt halt eine super gute Rüstung, man verliert aber Geschicklichkeit. Isolationstrank ist gegen Elektrizität. Abwehrtrank, die Rüstung wird auf 0 gesetzt, das ist doch super. Hier den Abwehrtrank, den können wir doch auch mal jemandem geben. Heilungselixier, eh klar. Trank des Magieschildes, ja, ist halt schwierig. Ist aber auch Elektrizitäts- und Kältewiderstand und so weiter, ist aber sehr mächtig. Magiewiderstand, Trank der Riesenhügelstärke. Ja, den geben wir auch mal weiter. Frostriesenstärke. Für 2 Stunden sogar. Größerer Schaden beim Gebrauch von Hand- und Wurfwaffen. Kann nur von Kriegern verwendet werden. Ja, dann nehmen wir auch mal einen rein. So. Gut, Magie-Abwehrtrank, Trank der Schöpferkraft, was bringt das? Steigert dieser Trank die Intelligenz? Ah ja, das wäre was für Krea eigentlich. Machen wir mal bei Krea rein. Absorptionstrank, auch Elektrizität 100%, aber das ist halt schwierig abzuschätzen, wann wir sowas brauchen. Trank der Lebenskraft, Konstitution wird auf 18 gesetzt. Können wir auch mal einen reinnehmen. Ah, jetzt passt nichts mehr in den Rucksack, okay. Gut, dann Trank der Macht hatten wir, glaube ich, oder? Ja, hier. Genau. Das muss an ihm hingehen. Dann die Frostriesenhügelstärke kann an sie gehen. Von dem geht mal einer an Khaled und 2 an Minsk. Dafür. Oh, Minsk ist voll. Der Abwehrtrank geht an sie. Was bringt denn der nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Okay. Ja, ich setze den mal hier oben rein. Das setzen wir auch mal da oben rein. Achso, da hat noch nichts bekommen. Frostriesenhügelstärke. Gut, jetzt würde ich gerne an Minz geben und den Trank der Schöpferkraft, den soll sie selber behalten. So, machen wir das, genau. Und da haben wir den Trank der Wolkenriesenhügelstärke. Wow, 23. Super. Genau. Und dann haben wir noch den Steinriesen. Vielleicht nehmen wir lieber den Steinriesen erstmal hier rein. Der ist nicht ganz so heftig. 20.
Und Wurfwaffen ist ja dann auch, da kann er super seine Wurfwaffen einsetzen. Okay, dann geben wir mal Minsk. Vielleicht können wir das an sie geben. Ja, so machen wir das. Und jetzt an Minsk diesen Trank. Jetzt können wir die austauschen. Ja, jetzt hat es funktioniert. Warum können wir die nicht stacken? Doch, die können wir stacken. Ja, das hätten wir vorher machen können. Naja, egal. Egal. Und er hatte ja auch noch diesen Trank. Ja, 24 Heiltränke. Wir haben so unglaublich viele Heiltränke im Moment. Da können wir vielleicht mal ein paar an sie weitergeben. So, dann haben wir nämlich hier 8. So schaut's aus. 18, 3 und 7. Da können wir dann auch vielleicht mal 4 an ihn weitergeben. Und nochmal 5 an sie weitergeben. Ja, sie braucht am dringendsten Heiltränke. Okay. Gut. So, jetzt aber wirklich. Jetzt haben wir das mit den Tränken gemacht. Und ich muss dran denken, dass wir die dann auch mal trinken. Ich muss dran denken, die Tränke zu trinken. Ja, das machen wir dann aber definitiv nicht mehr heute, die Tränke zu trinken, sondern das machen wir dann beim nächsten Kampf. Ja, das sollte uns unterstützen, denke ich mal. Ja, ein bisschen mal die Tränke hier einsetzen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, Leute. Dann gehen wir in die zweite Ebene und versuchen dort weiter vorzudringen und schauen, was dieser zweite Schlussstein dann auch macht und ob der weitere Türen öffnet oder was uns dort dann noch passiert. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao. Salvete des Sipoli und wir kommen zurück bei Baldur's Gate 1. Ja? Und wen es interessiert, wir haben den 215. Tag. Also nur falls es euch interessiert. Und jetzt marschieren wir gleich direkt los zurück zu Durlaks Turm und werden vielleicht unterwegs angegriffen. Wir werden es herausfinden. Werden wir nicht. Gut, da ist der Händler wieder an seinem alten Platz und jetzt geht es nach unten. Warum ist Imoin eigentlich nicht mehr so schnell? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal. Sie hat doch ihre Stiefel an, oder? Sieben Meilenstiefel. Die Bewegungsrate wird verdoppelt. Also sie hat sie an. Keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Warum ist sie nicht schnell? Vielleicht, weil sie einfach gestoppt wird von den anderen. Und an denen nicht vorbeikommt. Nee, aber hier können sie doch vorbei. Merkwürdig gerade. Ist sie überlastet? Nee. Also hier wird uns angezeigt, sie ist nicht aufwandbar und sie hat eine erhöhte Bewegungsrate. Und sie braucht nur noch 2200 Punkte. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. 2500 bei Yaheira und 2200 ebenso bei Branwen. Ist das die gleiche Zahl? Nein, aber fast die gleiche Zahl. Interessant. Ja, dann haben wir bald mit 3 Stufenaufstiegen zu rechnen. Die Hälfte unserer Gruppe wird dann einen Stufenaufstieg haben. Das ist fantastisch. Ah, Imoin steht auch hier. Gehindert, verlangsamt. Da steht, sie ist verlangsamt. Okay, hat sie so viel dabei, oder wie? Stimmt, sie hat viel dabei. Wahrscheinlich die Tränke, die sie dabei hat. Die Tränke wiegen ja wirklich viel. Weil die Laserrüstung hatte sie ja schon immer an. Hat sie denn da dabei? Wahrnehmungstrank, Meistertrank, Trank der Macht. Ja, von denen braucht sie eigentlich nicht so viel, oder? Komm, lass uns da mal 4 an sie weitergeben und das hier in unsere Getränke-Schatulle reingeben. Wie schaut's jetzt aus? Jetzt schaut's, glaube ich, besser aus. Denn ich verschwinde jetzt. Ja, jetzt ist sie wieder schnell. Ja, bei den Tränken wollten wir ja tatsächlich die jetzt ab und zu mal benutzen. Ich hoffe, ich denke dran. Aber dieser Trank hier, der hilft uns nur bei Schlösser öffnen und Taschendiebstahl. Also der hilft uns nicht wirklich. Jetzt hier in dem Tempel. Der hier, Trink der Macht, der hilft uns schon ein bisschen mehr. Vor allem auch bei Fallen finden. Und der auch bei Fallen finden. Wahrnehmungstrank. Okay. Jetzt habe ich vergessen zu schauen, wie lange die anhalten. 6 Stunden tatsächlich. Und der hier 4 Phasen. Also 4 Phasen ist, glaube ich, ziemlich kurz. Okay. So, rein da. Und runter. Und da hinten rein. Und hier auch nochmal runter. Und dann sind wir wieder dort, wo wir waren. Und ich hoffe, diesmal stirbt keiner.
So, runter hier. Ja, ja, wir müssen uns erst sammeln, ist klar. Aber jetzt haben wir uns gesammelt. Gut, kurzer Überblick. Diese Tür ist zu. Die Tür ist offen und der Gang hier ist offen. Ich weiß nicht, die Tür ist wahrscheinlich auch zu. Es war ja hier mit diesen Statuen drehen und irgendwelche komischen... hier irgendwelche komischen Schlüsselsteine. Das Klan-Symbol von Dulag Trollkürter ist in diesem filigranen Schlüsselstein geschnitten. Die tiefen Kerben erglühen in einem sanften roten Licht, das aus dem Inneren des Steins zu dringen scheint. Genau. Und dann haben wir nochmal Ausgangsschlüsselstein Ebene 1. Ach, das war oben. Genau. Öffnet den Zugang zur Ebene, die unter dieser liegt. Dazu muss er auf dem Brunnen platziert werden. Genau, das ist der. Den können wir schon mal ein bisschen wegmachen. Und das ist der, der jetzt interessant ist. Was hat sie noch für ein Getränk? Ein Abwehrtrank. Verbessert die Rüstungsklasse. Mhm. Gut, wir speichern mal und dann würde ich vorschlagen, Imoen, du gehst mal wieder hier auf Fallensuche. Da ist eine Tür, ne? Genau. Schön für euch, wenn ihr schafft, uns zu retten. Hier liegt noch was. Verstaubtes Buch. Abscheuliches Scheinbild mit Blicken so kalt, sie töteten Islane in meiner Gestalt. Ja, das sollte uns warnen, dass das eine. Dass das eine Falle war. Dieser komische Zwerg, den wir da getroffen haben. Okay. Hier glaube ich, haben wir noch einige Sachen nicht erkundet. Das haben wir schon gelehrt. Da war verschlossen, genau. Dann machen wir das nochmal auf. Konnte das Schloss nicht öffnen. Was ist denn hier los? Ach stimmt, das konnten wir nicht aufmachen. Genau. Und hier? Da war noch was drin, nämlich noch ein Schlüsselstein. Richtig. In Räumen ist das widerhallende Geräusch aufeinandermalen der Steine zu hören. Ganz in der Nähe hat sich eine Tür geöffnet. Tread carefully. Die hier hat sich geöffnet, glaube ich, oder? Nee, die hier hat sich geöffnet. Die hier hat sich jetzt wieder geöffnet. Und da ist dann dieser Gang hier. Vielleicht hat sich auch die hier geöffnet. Sie ist verlangsamt. Und hier ist noch ein Schlüsselstein. Bevor ich den benutze, werde ich erstmal dafür sorgen, dass die Gruppe wieder zusammen ist. Weil ich möchte ungern, dass die getrennt werden. So, also. Imoen, du gibst den Schlüsselstein jetzt erstmal an sie ab. Ja, den könnten wir identifizieren, theoretisch. Kann das Kreasola vielleicht einfach so machen? Nö. Da braucht sie den Zauber, den entsprechenden. Okay, ja, dann schauen wir doch erstmal in diese Richtung hier. Ich glaube, hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Hier waren wir schon und da haben wir auch irgendwie Zeug gefunden. Aber hier in dem Gang hier waren wir noch nicht. Geht auch nicht, weil es hier zu ist. Aber welche Tür hat sich denn dann geöffnet? Schon die hier, oder? Die war vorher gerade zu. Na gut, dann pass mal auf. Dann schauen wir uns mal diesen. Ach so, ja. Nee. Dann müssen wir alle zusammen in den Raum darüber gehen. Und holen uns dann diesen Schlüsselstein. Dann geht vielleicht die Tür auf. Schauen wir mal. Das hier kriegen wir ja leider nicht auf. Ja? Ich kann es mal probieren. Denn ich verschwinde jetzt. Konnte das Schloss nicht öffnen. Manchmal muss man es einfach öfters probieren. Und dann geht's, weil man Würfelglück hat. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Natürlich könnten wir jetzt den Trank trinken. Aber ich glaube, das machen wir jetzt erstmal nicht, oder? Sollten wir es machen? Hm. Der hält ja 6 Stunden an. Und Schlösser öffnen plus 20%. Wir trinken den jetzt einfach mal. Komm. Im Schatten verstecken verbessert sich auch. So. Gut. Mich kümmert's nicht. Probieren wir es nochmal. Was ist jetzt los? Ach, das war, glaube ich, bloß der Zaubereffekt. Ja. Ja, jetzt haben wir es aufgekriegt. Sehr gut. Und finden dabei eine Zauberrobe, einen Wurfpfeil und einige Zauber. Und sehr viel Gold. Und sehr schöne Kugeln. Okay, dann Krea, du nimmst dir das Zeug mal.
Die Zauber, vor allem sind da zwei dabei, die wir auch wirklich lernen können. Seelenrüstung und Flugbrechen. Monster bei Rufen 2 kennen wir schon. Ne, hier muss es rein. Die beiden versuchen wir dann mal zu lernen. Was hat sie denn hier noch? Trank der Schöpferkraft, ja. Krea, und dann holst du dir noch die Kugeln hier. Bei der Robe bin ich mir unsicher, die brauchen wir wahrscheinlich nicht. Wurfpfeil, 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 Wurfpfeil. Das brauchen wir alles nicht. Hallo? Ah. So, die haben wir identifiziert. Die können wir hier stacken. Ja, die Robe. Wir können ja mal versuchen, die Robe einfach so zu identifizieren. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren, oder? Nee. Das wird bestimmt eine gute Robe sein. Aber wir haben ja schon eine gute Robe. Ich glaube, so von der Optik her kenne ich die schon. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Elektrizitätsrobe oder irgendwie sowas. Was uns jetzt nicht so viel weiterhilft. Ich glaube, ich lasse die hier. Kann mich auch täuschen, aber man weiß es nicht. So, dann haben wir das aufbekommen. Dann, Imoen, holst du jetzt den Schlüsselstein, obwohl Branwen sollte den holen. Dann hat sie den nämlich auch gleich. So, du nimmst den. Und, was passiert? Geht wieder was auf? Geht irgendwie nichts auf, ne? Das war der, den wir hier genommen haben. Kann den Kreasola identifizieren? Nö. Ist nichts aufgegangen. Du bist ja ein Hier lang. Hier ist verschlossen. Ich dachte, jetzt wird jetzt was aufgehen. Ich möchte, denn ich verschwinde jetzt. Es ging nichts auf. Dann drehen wir doch nochmal eine Folie an den Statuen herum, oder? Passiert nichts. Geht so noch ein bisschen näher rein. Aha. Denn ich Was ist jetzt zugegangen? Jetzt. Das ist, glaube ich, zugegangen hier. Nee, das war die ganze Zeit schon zu. Hat nichts zu sagen. Also irgendwas ist passiert, aber irgendwie ist dann doch auch wieder nichts passiert. Vielleicht benutzen wir diese Schlüsselsteine auch falsch. Pass mal auf, wir geben die mal hier in die Hand. Die können wir nicht in die Hand geben. Nee, wir können die nicht in die Hand geben. Okay. Dann sollte Branwen vielleicht versuchen, die Tür aufzumachen. Weil sie ja die Schlüsselsteine hat. Gehen wir auch mal darüber. Und vielleicht gelingt es ihr ja mit dem Schlüsselstein, die Tür aufzumachen. Schauen wir mal. So Tempus will. Nee. Echt merkwürdig. Müssen wir die wirklich identifizieren, diese Schlüsselsteine? Ich meine, da müssten wir halt rasten und Krea müsste den Identifizierungszauber reinknallen. Das geht so, geht's nicht. So geht's nicht. Wir können es probieren, sie zu identifizieren. Ja, die Statuen zu beiden Seiten, keine Ahnung. Krea, komm, dreh doch mal hier dran. Dann dreht er hier dran. Jetzt passiert wieder irgendwas. Verschiebende Steine. Irgendwo ganz in der Nähe hat sich eine Tür festgeschlossen. Ganz in der Nähe hat sich eine Tür geöffnet. Ganz in der Nähe hat sich eine Tür geöffnet. Ganz in der Nähe hat sich eine Tür festgeschlossen. Irgendwie geht das so immer Schlag auf Schlag, sodass am Ende gar nichts passiert, weil sich die Tür dann sofort wieder schließt, die sich öffnet. Also,
Ja, hier ist auf jeden Fall offen. Hier ist zu, hier ist zu. Ich denke, es ist tatsächlich so. Wir werden jetzt mal hier rasten. Ne, du gehst falsch. Fräulein. Mal schauen, was sie jetzt macht. Da kommst du nicht durch. Wir werden jetzt tatsächlich rasten und die Identifizierungszauber mal wieder reinknallen. Hier wäre natürlich auch noch was, aber ich glaube, das ist schon leer gemacht. Ja, so machen wir das jetzt. Du kommst auch mal ein bisschen näher daher. Wir rasten jetzt. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, zumindest einen Identifizierungszauber immer so drin zu haben. Wie viel gibt es denn zu identifizieren? Ich pack mal alles voll. Komm. Es gibt ein paar mehr Sachen, zum Beispiel auch die Robe. Und dann rasten wir jetzt. Und wir werden nicht angegriffen, das ist gut. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Dann gehen wir hier rüber, identifizieren diese Robe. Hallo Leute. Jetzt versucht schon wieder eine durch die Tür. Und dann gucken wir uns diese Schlüsselsteine an. Vielleicht haben wir Glück. So, Krea. Hm? Du fängst mal mit der Robe an. Vielleicht ist die ja doch wertvoll. Und wir können die Zauber lernen, weil wir ja geschlafen haben. Fluch brechen. Klappt. Und Seelenrüstung. Klappt auch. Sehr gut. Und hier identifizieren. Robe des Abenteurers. Ja. Minus 1 gegen Wuchtwachen, minus 1 gegen Versteigerung. Also Versteigerung ist also nicht unbedingt besonders, keine besondere Robe, sondern auch einfach eine ganz normale Robe. Also ganz normal ist sie nicht, aber ja, unsere ist bestimmt besser, die wir jetzt haben. So, wir haben Erfahrung gewonnen. Das ist schön. Was wollten wir jetzt machen? Irgendwas Wichtiges wollte ich jetzt gerade nochmal machen. Also wir haben identifiziert, das ist klar. Genau, die Zauber angucken, die wir neu gelernt haben. Dafür gehen wir kurz ins Zauberbuch und ich hoffe mal, ich habe nicht geguckt, welche Stufe das war. War das Stufe 4 tatsächlich? Die Seelenrüstung ist Stufe 4 und Fluchbrechen auch, okay. Nekromantie. Der Zauber erinnert der Geisterrüstung des dritten Grades, insofern er einen körperlichen Schutz rund um das betroffene Wesen erzeugt. Allerdings zapft der Anwender mit diesem Zauber die Lebensenergie des geschützten Wesens an und formt daraus die Rüstung. Die Rüstung selbst ist völlig gewichtslos und behindert den Träger weder bei der Bewegung noch beim Wirken von Zaubern. Die Seelenrüstung ist nicht mit normalen Rüstungen kumulativ, der Anwender erhält jedoch die Boni für hohe Geschicklichkeit, magische Ringe und einen Schild. Die Seelenrüstung gewährt die gleiche Rüstungslast wie ein Prunkharnisch sowie einen Bonus von plus 3 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Die Seelenrüstung ist jedoch nicht gefahrlos. Wenn die Wirkungsdauer endet, muss das geschützte Wesen einen Rettungswurf gegen Zauber bestehen. Scheitert es, verliert es vorübergehend den externen Anteil seiner Seele und erleidet 2W4 Schadenspunkte. Okay, und Fluchbrechen. Mit Hilfe dieses Zaubers gelingt es meistens, den Fluch, der auf einer Person oder einem Objekt liegt, zu brechen. Okay, wir können Flüche brechen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Diese Seelenrüstung finde ich jetzt nicht so gut. Aber was ich gut finde ist, wenn Branwen jetzt mal diese Dinger da an Kreasola gibt und wir die identifizieren. Das Clan-Symbol von Durlak Dolltüter ist in diesen filigranen Schlüsselstein geschnitten. Kiel-Schlüsselstein. Die tiefen Kerben erglühen in einem kalten grünen Licht, das aus dem Inneren des Steins zu dringen scheint. Und das hier, was haben wir hier? Furneboll. Also Kiel war ja sein Sohn und Furneboll glaube ich auch. Und Kiel ist getötet worden. Ne? Ein schwaches orangefarbenes Licht. Haben wir überall dieselben Lichter? Orangefarben. Grün. Orangefarben und grün. Okay. Ja, das hat uns jetzt aber auch nicht weitergebracht. Ne? Da haben wir auch orangefarben. Da haben wir grün und da haben wir rot wahrscheinlich. Ne? Genau. Und das ist der von der oberen Ebene. So. Super. Und wie kommen wir jetzt weiter? Wie kommen wir jetzt weiter? Ich bin da jetzt gerade ein bisschen überfragt, ehrlicherweise. Gibt es hier noch irgendwas, wo wir noch nicht waren? Ich schaue nochmal. Also das haben wir uns schon angeguckt. Das ist leer, ne? Genau. Das ist auch leer. Das da drüben müsste auch leer sein. Und der Schrank ist nicht leer, weil da noch ein bisschen Zeug drin ist. Das ist uns aber jetzt in dem Fall nicht unbedingt interessiert. Schon ein bisschen blöd jetzt hier. Ja, vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Denn ich verschwinde jetzt. Dass wir hier nicht weiterkommen. Irgendwie verbreiten, also es
verdreht sich was, aber dann verdreht sich sofort wieder zurück. Das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Ja, es geht irgendwie auf und zu. Es geht auf und sofort zu.